Ich habe mein Instrument nicht selber gewählt. Es wurde mir so gesagt, unter die Nase gehalten und ich habe dann zugeschnappt. Und zwar brauchte der Musiklehrer für das Schulorchester einen Kontrabass. Ich war ganz neugierig und fand es gleich super, im Orchester spielen zu können. Das Beeindruckendste war vielleicht, dass ich dann erstmal die Stelle hier hatte. Dann vielleicht ein Konzert in der Royal Albert Hall, die voll war und wo alle Pomp and Circumstance gesungen haben. Das war Wahnsinn. Dass nicht jede Woche gleich aussieht und dass es vor allem anfänglich natürlich ein Hobby war. Ich habe auch nicht immer so das Gefühl, morgens so, jetzt gehe ich zur Arbeit. Ich gehe halt, ja, und spiele eben Kontrabass. Dann ist es oft, dass wir bald Konzert haben und dass ich in den Gängen umherirre und meine Konzertkleider nicht finde oder den Bühneneingang nicht finde. Das geht dann schon Richtung Albtraum. Jung, international und aufstrebend.